die Corona-Pandemie eindämmen. Dafür muss es doch auch eine App geben. Bingo! Und zwar gleich mehrere. Was dahinter steckt, wo der Unterschied zwischen Tracing und Tracking liegt, warum es nicht unbedingt stimmt, dass diese Apps in Taiwan, Südkorea und Singapur zum Beispiel gegen das Coronavirus geholfen haben und alles, was du noch wissen musst, um die Entscheidung zu treffen, hole ich mir diese Anti-Corona-App oder nicht? Jetzt! Corona-Apps sollen im Prinzip drei Fragen beantworten können. Wer hat mich angesteckt? Wen habe ich angesteckt? Halten sich die Leute an die Quarantänemaßnahmen wie Ausgangsbeschränkungen? Also zur Einsetzen, zur Kontrolle von Quarantänemaßnahmen finde ich das schon ganz schön heftige Maßnahme. Das erinnert mich ein wenig an eine Fußfessel, die signalisiert, ob jemand das Haus verlassen hat. Ich glaube, so ein Einschnitt in das Leben, was dann durch GPS-Tracking durchgeführt wird, halte ich wirklich für kritisch, aber da muss ein Rechtsexperte dazu was sagen. Da bin ich wirklich nicht der richtige Fachmann, um das beurteilen zu können. Hier geht's ums Tracking, also genau darum nachzuverfolgen, wer war wann wo und mit wem. Und natürlich kann ich so auch sehen, aha, der war also gar nicht daheim, wie er hätte sein sollen. Der hat gegen die Quarantänemaßnahmen verstoßen. Und solche Tracking-Apps gibt's zum Beispiel in Südkorea und Israel, beziehungsweise da überwacht sogar der Inlandsgeheimdienst die Handys der Leute. Aber so eine Tracking-App steht in Deutschland gar nicht mehr zur Debatte. Ja, es gab mal einen Vorstoß von Gesundheitsminister Jens Spahn, CDU. Der wurde aber niedergeknüppelt. Stattdessen heißt das Zauberwort bei der Corona-App hier Tracing. 130 europäische Wissenschaftler und IT-Experten löten da die Basissoftware zusammen unter dem schmissigen Titel Pan-European Privacy Preserving Proximity Tracing, kurz PEP-PT. Das ist wie ein Rahmen, ein Grundgerüst, auf das jeder Staat sein Konzept einer Corona-App draufsetzen kann. Das soll sowohl für einen Datenaustausch sorgen und auch, wichtig, Datenschutz ermöglichen. Beim Tracing, anders als beim Tracking, geht es eben nicht darum, wer war wann genau wo mit wem, sondern hatte ich riskanten Kontakt mit einem Infizierten. Also, Person A hat sich die App mit der PEP-PT-Technologie aufs Smartphone geholt. Die App erzeugt eine individuelle Identifikationsnummer, die sich sogar in regelmäßigen Abständen ändert. Die App sucht dann per Bluetooth nach anderen Smartphones mit derselben App, immer im Hintergrund. Jetzt kommt Person A in nahen Kontakt mit Person B. Die hat auch die App auf dem Handy. In den Smartphones der beiden wird diese Begegnung vermerkt, aber nirgends hochgeladen. Weder Person A noch B haben Zugriff darauf, noch sind die individuellen Identifikationsnummern auf andere Personen rückführbar. Es werden keine persönlichen Daten angegeben, also kein Name, keine Anschrift, keine Telefonnummer. Es werden keine Orte oder Bewegungsmuster gespeichert. Deshalb sind ja auch viele Datenschützer im Grundsatz von der Idee überzeugt. Stellt Person B eine Woche später fest, dass sie krank ist, kann sie ihren Status in der App ändern. Die Gesundheitsbehörden müssen das dann noch bestätigen, damit niemand das System ausnutzt und zum Beispiel seine Nachbarn oder seine Eltern in Quarantäne schickt. Daraufhin kann Person A informiert werden, dass sie sich bei ihrer Begegnung mit Person B möglicherweise angesteckt hat und genauso alle anderen Kontakte, denen Person B in letzter Zeit für eine bestimmte Dauer nahegekommen ist. Da ist das vermutlich so eine App, ähnlich wie Gesichtsmasken, auch nur ein Baustein in einer Strategie gegen Corona sein können, aber vielleicht eben ein Baustein, der auch hilft. Es kommt eben darauf an, wie viele Leute sich so eine App auch installieren. Da wird immer wieder die Zahl genannt von 60-70%. Das ist sehr, sehr viel. Das schaffen eigentlich auch normale Apps kaum. Also vielleicht WhatsApp, aber sonst fast keine. In Österreich gibt es eine ähnliche App, die hat sich in den ersten Tagen 200.000 Mal wurde die installiert. Das ist schon recht respektabel. Und vielleicht gelingen uns da gute Zahlen. Und man darf auch nicht vergessen, klar, wenn das 60-70% machen, wäre das natürlich ideal. Aber auch wenn es weniger machen, kann das schon helfen. Jede Infektion, die nicht stattfindet aufgrund der App, hilft uns ja schon mal, die Verbreitung dieses Virus einzudämmen. An der deutschen Umsetzung so einer Tracing-Corona-App sind unter anderem das Fraunhofer Heinrich-Hertz-Institut und das Robert-Koch-Institut beteiligt. Das Robert-Koch-Institut hat aber auch nochmal eine eigene App. Und das ist nicht die Tracing-App, die ich gerade erklärt habe, sondern eine Datenspende-App für Wearables. Also Fitnessarmbänder etwa von Fitbit, Garmin oder Geräte, die mit Google Fit und Apple Health verbunden sind. Und diese App spendet dann, wenn du das willst, von diesen Geräten Gesundheitsdaten, wie Puls,
Körpertemperatur, Schlaf und weitere Daten an das Robert-Koch-Institut. Außerdem wird deine Postleitzahl abgefragt. Das Robert-Koch-Institut will damit Infektionsschwerpunkte besser erkennen und herausfinden, ob getroffene Maßnahmen zur Bekämpfung von Covid-19 so wirken, wie erhofft. Am Anfang, da hatten wir ja die drei Fragen, die die Corona-Apps beantworten sollen können. Halten sich die Leute an die Quarantänemaßnahmen? Darum geht's bei der Corona-Tracing-App ja gar nicht. Wer hat mich angesteckt? Das ist die Suche nach dem Patient Zero, nach dem Indexfall, also dem ersten. Die war am Anfang spannend, als es den ersten Fall von Corona beim bayerischen Autozulieferer Webasto gab. Ein importierter Fall. Da war es wichtig herauszufinden, von wem kam die Infektion. Das ist jetzt, wo schon so viele Menschen infiziert sind, überhaupt nicht mehr wichtig. Jetzt geht's um die dritte Frage. Wen könnte ich angesteckt haben? Und diese Antwort soll eben Tracing liefern. Aber ist das realistisch? Hilft eine App wirklich gegen ein Virus? Der Bundesverband Digitale Wirtschaft sagt, kaum etwas ist für die Menschen einschneidender als die derzeitige Einschränkung ihrer Bewegungsfreiheit. Wenn sich Möglichkeiten ergeben, dem irgendwie entgegenzuwirken, sollten wir diese nutzen. Digitalisierung kann hier eine echte Chance sein, eine wichtige Initiative. Befürworter so einer App verweisen ja immer auf Asien. In Taiwan, Singapur und Co., da klappt's ja. Es ist keineswegs richtig, dass das in Südkorea Erfolg hatte. Es ist richtig, dass das in Südkorea, in Singapur und in anderen Regionen in Südostasien angewandt wird tatsächlich. Es ist aber keineswegs klar, ob der Erfolg, den diese Länder haben, tatsächlich auf diesen Apps beruht. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und mir gefällt es gar nicht, dass die Politik jetzt sagt, naja, die Bevölkerung wird ja hier zustimmen in diesem besonderen Fall. Wir sagen in der Medizin, wenn wir Zustimmung zu Operationen zum Beispiel einfordern von dem Patienten, dann sagen wir immer, das muss ein informiertes Einverständnis sein, ein verständiges Einverständnis. Das heißt, der Patient muss wirklich verstehen, warum das unbedingt notwendig ist. Und erst dann gilt das Einverständnis. Und genau an dieser Notwendigkeit habe ich hier erhebliche Bedenken. Laut dem Virologen Alexander Kekulé gibt es keine Studie, die den Zusammenhang beweisen würde. Wegen so einer App gibt es weniger Infizierte. Ein weiterer Grund, warum die Lage in diesen Ländern wie Taiwan und Südkorea eine andere ist, die hatten schon mal mit einer Pandemie zu tun. SARS 2003. Alle Fehler, die sie damals gemacht haben, wollten sie dieses Mal auf keinen Fall machen und haben daher wesentlich früher, wesentlich energischer reagiert. Ein weiterer Kritikpunkt von Kekulé, die Art und Weise des Kontakts von A und B ist nicht klar. Die könnten ja auch 20 Minuten beieinander gestanden haben, aber mit einer Glasscheibe dazwischen, wie am Flughafen zum Beispiel oder in anderen Situationen, in denen die beiden sich nicht angesteckt haben können. Trotzdem sagt die App, du hattest Kontakt. Macht also mehr Schaden und Verunsicherung als Nutzen. Das normale Vorgehen, also die Gesundheitsbehörden telefonieren die Leute ab, mit wem hatten sie denn in den letzten Tagen seit Symptombeginn riskanten Kontakt, das würde vollkommen reichen. Und ich sehe überhaupt nicht epidemiologisch, wie das einen Sinn machen könnte, hier auf diese Weise die Arbeit der Gesundheitsbehörden zu unterstützen. Da würde ich eher dafür plädieren, mehr Personal für den öffentlichen Gesundheitsdienst bereitzustellen, statt so einen, sage ich mal, Aktionismus hier zu entwickeln. Aber die essentielle Information, Sie waren in Kontakt mit einem Infizierten, Sie sollten sich jetzt testen lassen. Diese essentielle Information zu kommunizieren und die Zeit, die man da gewinnt, das würde tatsächlich viel mehr bringen oder fast das Gleiche bringen wie so ein richtiger Lockdown. Der Virologe Drosten bezieht sich hier auf eine mathematische Studie, eine Modellrechnung aus Oxford, die ist in Science publiziert. Das ist eins der wichtigsten Wissenschaftsmagazine. Und da wurde eben errechnet, wenn 60% der Bevölkerung diese App haben, dann ist das schneller und effizienter als das Hinterher-Telefonieren und Befragen von Infizierten seitens der Gesundheitsbehörden, die ohnehin hart an der Belastungsgrenze arbeiten. Ich habe es noch nie erlebt, dass sich Datenschützer, Hacker, Freiheitsaktivisten, Politiker, Wissenschaftler so einig sind wie gerade, weitgehend einig, muss man sagen, dass diese App eine gute Sache ist, wenn man die eben datensparsam programmiert. Und das ist hier der Fall. Die Konzepte sind datensparsam, manche datensparsamer als andere, aber es gibt eine große Einigkeit darüber, dass Tracing eine sinnvolle Sache ist. Jetzt kann es sein, dass wir vielleicht nicht 100% Datenschutz hinbekommen bei der App, sondern nur 97%, 98%, dass es Fragen gibt, die sich technisch nicht lösen lassen. Auf der anderen Seite werden aber gerade große Grundrechte auch eingeschränkt, eben Bewegungsfreiheit, Versammlungsfreiheit. Und
Ich denke, da muss man vielleicht auch abwägen und dann sagen, okay, auch wenn das jetzt nicht perfekt ist, es ist vielleicht eine Möglichkeit, die anderen Freiheiten wieder ausleben zu können. Und das, glaube ich, sollte man auch berücksichtigen. Keiner wird gezwungen, diese App zu installieren. Für die besten Ergebnisse müssten sich in Deutschland aber 50 Millionen Menschen diese App holen. Freiwillig. Du weißt jetzt, wie diese App funktioniert, was es für unterschiedliche Meinungen dazu gibt. Holst du sie dir? Schreib mir das doch in die Kommentare. Und wenn du sagst, Dankeschön, jetzt kann ich diese Entscheidung auch treffen, dann freue ich mich über ein Like und wenn du dieses Video teilst. Den BR24-Kanal, den kannst du hier abonnieren und die Glocke kannst du auch noch drücken, dann verpasst du wirklich gar keine Videos mehr. Die gesamte Possoch klärt Playlist zu allen Aspekten rund ums Coronavirus, auch die wirtschaftlichen Folgen, die habe ich dir verlinkt und zwar hier, also da gerne mal reinklicken. Merci und ich sehe dich gesund im nächsten Video.